Digga, man will einmal ein Video aufnehmen. Einmal und dann so ein Scheiß, Digga. Junge, kopiert. Was für kopiert? Früher gab's den Scheiß nicht, Mann. Jindoberg, meine Freunde, was geht ab? Und zwar habe ich das komplette Wochenende durchgegrindet. Ich bin jetzt fast Prestige. Ich glaube, zwei Level fehlen mir noch. Und heute stelle ich euch die beste Sniper-Klasse in Cold War vor. Ich habe jetzt die Pelican habe ich gespielt, die Tundra habe ich gespielt und die Barrett habe ich gespielt. Und ja, es gibt für mich bis jetzt nur eine spielbare Sniper-Klasse und die stelle ich euch jetzt vor. Erstmal zeige ich euch ein paar Highlights und danach die beste Klasse. Let's go rein da! Limko. Digga, was? War kein Quartett, oder? So, starten wir jetzt in eine Runde rein hier, Alter. Erste Runde, by the way, so angemerkt. Bam. Bam. Dafür ist die Pelican gut, Leute. Für die Snaps. Schön schnell rein ins Visier und weg. Rein ins Visier und weg. Da muss ich sagen, ist die Tundra schlechter. Ich habe zwar die Tundra noch nicht max, aber ich sage euch jetzt schon, die ist schlechter. Einfach dieses Punkt hier. Bam. 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 Ist einfach um einige schneller, die Pelican. Guck mal, zack, weg. Hellal Boy 96 auch am Start hier in der Lobby. Bam, dafür ist die. Ah, der war drauf. Ich sag also, die Pelican, wir sieht schneller rein als die Tundra. Die ist einfach vom Movement, war geiler hier. Zack, weggesnappt. Und deswegen ist das meiner Meinung nach bis jetzt die beste Sniper. Sie gibt zwar mehr Hitmarker als die Tundra, aber man ist viel schneller im Scope. Und ich würde einfach sagen, aim higher, dann ist die Pelican auch geiler. So ganz einfach. Und wenn man solche Schwitzer hat, dann switcht man einfach ganz schnell auf die Pumpgun und rotzt sie weg. Ganz einfach. Hier, stell dir mal vor, der schwitzt jetzt hier rum zur Ecke, bam, 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 weg. Und dann switchst du wieder auf die Pelican um die Ecke und da habt ihr einen. Und dann snappt ihr den normalerweise auch weg. Das ist meine erste Runde, wie gesagt, und deswegen hatte ich den jetzt noch nicht direkt. Aber wenn ihr die Sniper spielt, glaubt mir, spielt die Pelican. Die ist einfach meiner Meinung nach besser. Die Klasse ist schön auf Geschmeidigkeit ausgelegt. Schnell ins Visier reinzukommen. Und der Pisser da an der Ecke. Guck mal, mit denen holen wir uns sowas hier raus. Da warten wir, bis der kommt. Einen schönen geschmeidigen Hardscope. Oh, du Pisser. Guck mal, der ist hinter mir, pass auf. Dafür ist jetzt die Spaß am Start. Guck mal, der ist weg. Aber guck mal, da hinter mir, seht ihr? Ist der weg? Weg. Nee, der ist noch hier noch. Für sowas ist die Spaß am Start. Wenn die Leute abpacken, von hinten kommen. Schnell auf Spaß, bam, umdrehen, weg. Zack, Betäubung vor. Zack, weg. Und der kämpft hier immer noch, der Pisser. Bam, weg. Ah, Mann. Der spawnt einfach hinten. Guck mal, ich hole ihn und der spawnt hinter mir. Was ist das für ein Schmarrer? Also ich glaube aber, ihr wisst mittlerweile, worauf ich hinaus will. Schnelligkeit, aggressives Snipen. Und ja, das ist die beste Klasse, meiner Meinung nach, bin ich Sniper, ja. Also man hat was gegen Skill-Based Matchmaking. Wenn die Leute abfacken, einfach die Pumpgun raus. Und die Sniper spricht, glaube ich, für sich selber. Einfach ab, Oberkörper, bam, weg. Wobei, guck mal, ich habe noch keinen Hitmarker gemacht. Das ist mega. Also heute bringt die Sniper richtig Spaß. Wie gesagt, ich habe sie schon Gold. Und deswegen kann ich mir mein Bild selber machen. Also meiner Meinung nach die Pelican, die beste Sniper. Und jetzt gehen wir weiter zum Klassensetup. So, jetzt stelle ich euch einmal das Klassensetup vor. Und zwar zocke ich die Pelican mit keinem Visier. Egal, ich habe einfach Black Screen. Mit keinem Visier. Mit der Mündung Nummer 2. Wegen Mündungsfeuerabschirmung, ihr wisst Bescheid. Den Lauf zocke ich den dritten wegen der Feuerrad und der Projektilbeschleunigung. Aber das Wichtigste ist eigentlich die ZV-Geschwindigkeit, wenn man Sniper spielt.
Dann noch ruhiger Hand Laser, weil ich gerne auf No-Scopes gehe. Den Unterlauf, den zweiten, da der ist eigentlich unwichtig. Magazin 7 Schuss, weil ich bin ein Sniper, ich brauche immer mehr Schüsse. Magazin 5 sind mir persönlich zu wenig. Jetzt kommen wir zum Handgriff. Das ist eigentlich der wichtigste Aufsatz auf der kompletten Sniper. Immer da den letzten. Luft, Elastik, Umwicklung, ZV, Zieldauer und Zuckungsresistenz. Das ist enorm wichtig, diese ZV-Zieldauer. Das ist so wichtig, sonst schafft ein Sniper einfach nicht, weil man geht sowieso schon langsam ans Scope als sonst. Schafft auch den letzten. Wobei, da kann man auch hier... Ne, der letzte ist der geilste. Hier, Plündererpolster. Dann hier die Pumpgun, wenn Leute mich abfacken, ganz ehrlich, wenn Skill-Based Matchmaking kickt, dann nehme ich die Leute auseinander mit der Pumpgun. Taktik, Betäubungsgranate, Tomahawk, Richtmikrofon, extra 1 Taktikmaske oder Splitterschutzweste, 1 von beiden kann man sich aussuchen. Dann Attentäter, würde ich Wreckgun spielen, natürlich Plünderer. Und extra 3 haben wir dann Gang-Hu. Kann man auch Ninja spielen, denke ich, wenn man sneaky sein will und so, sich hinter Leute schleichen will. Und als letztes haben wir Revolverheld, weil ich bin der Meinung, ich brauche einfach mehr Aufsätze auf das Sniper, damit die einfach mehr abgeben. Ja, wobei extra G kann man auch zocken, denke ich. Aber so zocke ich meine Pelliken. Und Road to Dark Matter läuft. Erste Waffe Gold, weiter geht's. Danke, dass du vorbeigeschaut hast. Penis!